Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler, und herzlich willkommen in unserer virtuellen Deutschstunde. Mein Name ist Corinna Justic und das Thema der heutigen Stunde sind Tipps für ein gesundes Leben. Und hier sind die heutigen Lernziele. Nach dieser Stunde werdet ihr über gute und schlechte Gewohnheiten sprechen, von den eigenen Essgewohnheiten erzählen, sagen, was man tut, um gesund zu bleiben und Ratschläge für ein gesundes Leben geben können. Für diese Stunde braucht ihr ein Blatt Papier oder ein Heft, etwas zum Schreiben, wie zum Beispiel einen Bleistift oder einen Kugelschreiber und ein Endgerät mit einem Internetzugang, wie zum Beispiel ein Handy, einen Computer, einen Laptop oder ein Tablet. Wichtig zu wissen ist, dass ihr in jedem Moment eine Pause machen könnt, um etwas zu lesen, schreiben, hören oder zu sprechen. Fangen wir mal an. Seht euch bitte diese Bilder an. Diese Bilder zeigen gute und schlechte Gewohnheiten. Auf welchen Bildern geht es um gute und gesunde Gewohnheiten und auf welchen um schlechte und ungesunde Gewohnheiten? Was denkt ihr? Und hier sind die Lösungen. Auf diesen Bildern können wir gute und gesunde Gewohnheiten sehen und auf diesen Bildern können wir schlechte und ungesunde Gewohnheiten sehen. Um welche Gewohnheiten geht es denn? Bitte ordnet die Bilder diesen Vokabeln zu. Viel Obst essen, viel Gemüse essen, viel Fastfood essen, Sport treiben, rauchen, viel Wasser trinken, viele Süßigkeiten essen, den ganzen Tag Fernsehen. Bitte macht jetzt eine Pause und löst diese Aufgabe. Und hier sind die Lösungen. Also gute und gesunde Gewohnheiten sind viel Wasser trinken, viel Obst essen, Sport treiben, viel Gemüse essen. Und schlechte und ungesunde Gewohnheiten sind viel Fastfood essen, viele Süßigkeiten essen, rauchen und den ganzen Tag Fernsehen. Welche von diesen Gewohnheiten habt ihr erzählt? Zum Beispiel, ich trinke viel Wasser, ich rauche nicht, ich sehe nicht viel fern. Bitte macht jetzt eine Pause und antwortet auf die Frage. Schaut euch jetzt dieses Video an. Was bedeutet gesund leben für die Jugendlichen aus dem Video? Notiert die Antworten der Jugendlichen in die Mindmap. Dieses Video findet ihr unter dem Link bit.ly/gesund123 oder ihr könnt auch gerne den QR-Code einscannen. Bitte macht jetzt eine Pause, schaut euch das Video an und notiert die Antworten der Jugendlichen. Und da sind die Antworten der Jugendlichen aus dem Video. Zum Thema gesund leben, was bedeutet das für dich, haben sie Folgendes gesagt. Nicht viel Stress haben, viel draußen in der Natur sein, genug Bewegung und Training und genug schlafen und gesund essen. Und was bedeutet gesund zu leben für euch? Bitte erzählt. Ergänzt dabei bitte diesen Satz. Gesund leben bedeutet für mich. Bitte macht jetzt eine Pause und antwortet auf die Frage. Ein Sprichwort besagt, du bist, was du isst. Hier sind einige Lebensmittel. Das Gemüse, das Obst, die Kartoffeln, der Reis, der Fisch, das Brot, die Nudeln, der Käse, das Fleisch, die Süßigkeiten. Welche von diesen Lebensmitteln esst ihr gern und welche nicht so gern? Zum Beispiel, ich esse gerne Nudeln, Brot, Käse und Süßigkeiten. Ich esse nicht so gerne Reis. Bitte macht jetzt eine Pause und erzählt, was ihr gerne und nicht so gerne esst. Jetzt wiederholen wir die Lebensmittel aus der letzten Aktivität. Bitte ordnet die Lebensmittel den Bildern zu. Diese Aufgabe findet ihr unter dem Link
bit.ly/essen55. Oder ihr könnt auch gerne den QR-Code einscannen. Bitte macht jetzt eine Pause und löst diese Aufgabe. Schaut euch jetzt bitte dieses Video an und ergänzt die Ernährungspyramide mit den Lebensmitteln. Macht euch Notizen, während ihr euch das Video anschaut. Dieses Video findet ihr unter dem Link bit.ly/gesundessen55 oder ihr könnt auch gerne den QR-Code einscannen. Bitte macht jetzt eine Pause, schaut euch das Video an und macht euch Notizen. Und hier sind die Lösungen. Auf dem ersten Platz sind Gemüse, Obst und Wasser. Auf dem zweiten Platz Kartoffeln, Brot, Reis, Nudeln. Auf dem dritten Platz Milch, Käse, Fisch, Fleisch. Und auf dem vierten Platz Süßigkeiten, Limos und Eistees. Bitte schaut euch das Video noch einmal an und notiert, wie viel man von den Lebensmitteln aus der Ernährungspyramide essen sollte. Sollte man viel, reichlich oder wenig von diesen Lebensmitteln essen? Dieses Video findet ihr unter dem Link bit.ly/gesundessen55 oder ihr könnt auch gerne den QR-Code einscannen. Bitte macht jetzt eine Pause, schaut euch das Video noch einmal an und löst die Aufgabe. Und hier sind die Lösungen. Wir sollten viel Wasser trinken. Wir sollten viel Obst und Gemüse essen. Wir sollten reichlich Kartoffeln, Brot, Reis und Nudeln essen. Wir sollten wenig Fleisch und Käse essen. Und wir sollten wenig Süßigkeiten, Limos, Eistees und salziges Knabberzeug essen. Und ihr? Wie viel von den Lebensmitteln aus der Ernährungspyramide esst ihr? Ergänzt bitte diese Sätze. Ich esse viel, ich esse reichend, ich esse wenig. Und notiert eure Antworten. Zum Beispiel, ich esse viel Obst, ich esse wenig Gemüse, ich esse reiche Nudeln. Bitte macht jetzt eine Pause und notiert eure Antworten. Jetzt lesen wir einen Text zum Thema Tipps für ein gesundes Leben. Eine richtige Ernährung ist sehr wichtig für ein gesundes Leben. Wir sollten täglich 5 Portionen Obst und Gemüse essen. Milchprodukte wie Joghurt und Käse können wir auch jeden Tag essen. Fleisch sollten wir nur 1 bis 2 Mal und Fisch 2 bis 3 Mal die Woche essen. Brot, Nudeln und Reis können wir jeden Tag essen. Es ist auch wichtig, genug zu trinken. Wir sollten täglich mindestens 2 Liter Wasser trinken. Regelmäßiger Sport ist gut für unseren Körper. Um gesund zu bleiben, sollten wir wenigstens 1/2 Stunde 5 bis 7 Mal pro Woche Sport treiben. Bitte macht jetzt eine Pause, lest den Text und markiert die Tipps für ein gesundes Leben im Text. Wir lesen den Text weiter. Frische Luft und Sonne sind auch sehr wichtig für die Gesundheit. Wir sollten täglich mindestens 1/2 Stunde an der frischen Luft verbringen. So stärken wir unser Immunsystem und tanken Vitamin D. Ein guter Schlaf ist wichtig für ein gesundes Leben. Im Schlaf regeneriert sich der Körper. Wir sollten jeden Tag zur selben Zeit ins Bett gehen und mindestens 8 Stunden lang schlafen. Auch Lachen ist sehr gesund, weil es das Immunsystem stärkt. Zum Schluss ist es auch wichtig, 1 bis 2 Stunden am Tag ohne Medien zu verbringen. Diese Auszeit hilft uns, gesünder zu leben. Bitte macht jetzt eine Pause, lest den Text noch einmal und markiert die Tipps für ein gesundes Leben im Text. Und hier sind die Tipps für ein gesundes Leben aus dem Text. Richtige Ernährung, viel trinken, Sport, regelmäßige Bewegung, frische Luft und Sonne, genug schlafen,
viel Lachen und digitale Auszeit. Antwortet jetzt bitte auf die Fragen zum Text. Wie viel Obst und Gemüse sollten wir täglich essen? Wie oft können wir Milchprodukte essen? Wie oft sollten wir Fleisch und Fisch essen? Wie viel Liter Wasser sollten wir jeden Tag trinken? Wie oft sollten wir Sport treiben? Wie lange sollten wir jede Nacht schlafen? Warum ist Lachen gesund? Wie lange sollten wir jeden Tag ohne Medien verbringen? Bitte macht jetzt eine Pause und antwortet auf die Fragen zum Text. Und hier sind die Lösungen. Wir sollten täglich 5 Portionen Obst und Gemüse essen. Milchprodukte können wir jeden Tag essen. Fleisch sollten wir nur 1 bis 2 Mal und Fisch 2 bis 3 Mal die Woche essen. Wir sollten täglich mindestens 2 Liter Wasser trinken. Wir sollten wenigstens 1/2 Stunde 5 bis 7 Mal pro Woche Sport treiben. Wir sollten jede Nacht mindestens 8 Stunden lang schlafen. Lachen ist sehr gesund, weil es das Immunsystem stärkt. Wir sollten 1 bis 2 Stunden am Tag ohne Medien verbringen. Und ihr? Lebt ihr gesund? Bitte beantwortet diese Fragen. Wie sieht deine Ernährung aus? Was isst du? Wie viele Liter Wasser trinkst du jeden Tag? Wie viele Stunden schläfst du jede Nacht? Wie oft treibst du Sport? Wie oft lachst du? Bitte macht jetzt eine Pause, beantwortet diese Fragen und notiert eure Antworten. Markiert jetzt bitte die Verbformen in diesen Sätzen und erfahrt, wie man einen Ratschlag geben kann. Diese Sätze lauten: Wir sollten täglich mindestens 2 Liter Wasser trinken. Wir sollten mindestens 8 Stunden lang schlafen. Wir sollten viel lachen. Bitte macht jetzt eine Pause und markiert die Verbformen in diesen Sätzen. Und hier sind die Lösungen. Wir sollten 2 Liter Wasser trinken. Wir sollten 8 Stunden lang schlafen. Wir sollten viel lachen. Ratschläge können wir mit sollte plus Infinitiv geben. Im Satz "Wir sollten 2 Liter Wasser trinken" steht das Modalverb sollte auf dem 2. Platz im Satz. Und trinken ist hier im Infinitiv und steht am Ende des Satzes. Das Verb sollte lautet in Singular im Plural so. Ich sollte, du solltest, er, sie, sollte. Wir sollten, ihr solltet, sie sollten. Wir üben jetzt Ratschläge zu geben mit sollte plus Infinitiv. Bitte ergänzt diese Sätze mit den Verben in Klammern und formuliert Ratschläge. Du täglich 5 Portionen Obst und Gemüse. Das Verb ist essen. Er jede Nacht 8 Stunden. Das Verb ist schlafen. Tina nicht so viele Süßigkeiten. Das Verb ist essen. Ihr an die frische Luft. Das Verb ist gehen. Ich weniger Fleisch. Das Verb ist essen. Wir viel. Das Verb ist lachen. Bitte macht jetzt eine Pause und ergänzt diese Sätze. Und hier die Lösungen. Du solltest täglich 5 Portionen Obst und Gemüse essen. Er sollte jede Nacht 8 Stunden schlafen. Tina sollte nicht so viele Süßigkeiten essen. Ihr solltet an die frische Luft gehen. Ich sollte weniger Fleisch essen. Wir sollten viel lachen. Wir üben weiter. Bitte bringt die Wörter in die richtige Reihenfolge und formuliert Ratschläge. Diese Aufgabe findet ihr unter dem Link bit.ly/ratschläge55 oder ihr könnt auch den QR-Code einscannen. Bitte macht jetzt eine Pause und löst diese Aufgabe. Und wir üben weiter. Was machen diese Personen falsch?
Was sollten Sie anders machen? Formuliert Ratschläge und notiert sie. 1. Anna trinkt nur 1 Liter Wasser jeden Tag. 2. Melanie treibt keinen Sport. 3. Christian raucht manchmal. Bitte macht jetzt eine Pause, formuliert Ratschläge und notiert sie. Und hier sind die Lösungen. Anna trinkt nur 1 Liter Wasser jeden Tag. Ratschlag: Anna sollte wenigstens 2 Liter Wasser täglich trinken. 2. Melanie treibt keinen Sport. Ratschlag: Melanie sollte Sport treiben. 3. Christian raucht manchmal. Ratschlag: Christian sollte nicht rauchen. Wir gehen weiter zu unserer nächsten Übung. Bitte ergänzt diese Ratschläge mit den passenden Komparativformen. Mehr, weniger oder öfter. Sven trinkt nur 1 Liter Wasser jeden Tag. Ratschlag: Sven sollte mehr, weniger oder öfter Wasser trinken. Er isst fast nie Gemüse. Ratschlag: Er sollte mehr, weniger oder öfter Gemüse essen. Er isst viel Fastfood. Ratschlag: Er sollte mehr, weniger oder öfter Fastfood essen. Bitte macht jetzt eine Pause und ergänzt diese Aufgabe. Und hier sind die Lösungen. Sven trinkt nur 1 Liter Wasser jeden Tag. Ratschlag: Sven sollte mehr Wasser trinken. Er isst fast nie Gemüse. Ratschlag: Er sollte öfter Gemüse essen. Er isst viel Fastfood. Ratschlag: Er sollte weniger Fastfood essen. Und das ist unsere letzte Übung für heute. Bitte wählt die passenden Ratschläge aus und löst das Quiz. Es gibt immer 2 richtige Antworten. Diese Aufgabe findet ihr unter dem Link bit.ly/ratschläge44 oder könnt auch den QR-Code einscannen. Bitte macht jetzt eine Pause und löst diese Aufgaben. Für die Hausaufgabe bearbeitet bitte diese 2 Aufgaben. Aufgabe 1. Befragt einen Mitschüler oder eine Mitschülerin und erfahrt, wie er oder sie lebt. Stellt dieser Person diese Fragen und notiert die Antworten. Wie sieht deine Ernährung aus? Was isst du? Wie viel Liter Wasser trinkst du jeden Tag? Wie viele Stunden schläfst du jede Nacht? Wie oft treibst du Sport? Wie oft lachst du? Und Aufgabe 2. Gib dieser Person Ratschläge und Tipps für ein gesundes Leben. Was sollte diese Person mehr, weniger und öfter machen? Zum Beispiel: Du isst nur 1-mal pro Woche Gemüse. Du solltest öfter Gemüse essen. Zum Schluss könnt ihr noch diese Selbstevaluation machen und überprüfen, was ihr schon gut könnt und was ihr vielleicht noch nicht so gut könnt. Ich kann über meine guten und schlechten Gewohnheiten sprechen. Ich kann von meinen Essgewohnheiten erzählen. Ich kann sagen, was ich tue, um gesund zu bleiben. Ich kann Ratschläge für ein gesundes Leben geben. Bitte macht jetzt eine Pause und macht diese Selbstevaluation. Liebe Schülerinnen und Schüler, das war alles für heute. Ich wünsche euch auch weiterhin viel Erfolg und Spaß beim Deutschlernen. Tschüss!